Hallo Leute, weiter geht's bei Yo-Kai Watch 2. Und mir fiel gerade eben auf, dass wir unter Umständen ein bisschen viel Yo-Kais des charmanter Stamm bei uns haben. 5 Stück nämlich, bloß Rebelzebub ist vom robuster Stamm. Naja, lassen wir das mal so stehen und gehen jetzt endlich in diese Höhle rein. Es hat jetzt ziemlich lange gedauert, bis wir diesem Yo-Kai hier drin helfen konnten. Wobei, wir können noch nicht. Aber wir sind schon mal gut dabei. Jetzt bin ich gelaufen, weil ich da was von meinem Touchpad wegmachen wollte. Was bist du? Wir besiegen natürlich alles. Alles. Walzer und Lattler. Jo, haut sie weg. Die waren ja nicht, überlasse das die, okay? Ulti-Sie. Die können sich heilen. Yeah. Seit wie vielen Parts sind wir eigentlich dabei, diese versteinerten Yokais zu befreien? Seit zu vielen, kann das sein? Ich glaube ja. Ich glaube echt ja. Viel zu lange ist das hier. Was? Ich spüre eine starke pulsierende Aura. Nutze die Yokai-Linse, Shawny. Erkunden wir die Gegend. Ich wollte schon sagen, ich muss es vielleicht auch einschalten. Da unter Wasser ist eine Kiste. Hier schlug das Ganze doch aus. Hier ist wieder weniger. Hier ist es ziemlich stark, genau hier, der Stein da. Ha! Ha! Sehr gut. Aber bei diesem Schild kann ich bestimmt wieder nicht helfen. Ich werde mir auch nicht merken, wo alle diese Schilder sind, ganz im Ernst. Aber ich wette, wenn ich hier den richtigen Yo-Kai hinpacken kann, kann der hier das Wasser ablassen und ich kann dann... ne? Oh! Genau den haben wir vorhin bekämpft. Gesund, dank Seegras, Teil eines Trios. Ah, fuck. Yo-Kais, die wir nur gesehen haben, sind vermutlich nicht in unserem Album. Nee, es wäre ja Schwachsinn eigentlich. Shit, das Vieh haben wir vorher noch gesehen. Vielleicht kommt ja noch mal eines. Was bist du für ein Großkopf? Veteran, ja, du mich auch. Hier, nimm Kaugummi. Und dann mach sie bitte platt. Hier kurz, Ulti-Sinn von Baku. Um die Viecher schlafen zu legen. Nicht, dass unsere Yo-Kais hier zu viel Damage nehmen. Wobei, da unten war ja ein Aokai, das uns immer wieder heilen kann. Und das ist gut. Greift sie jetzt mal an hier. Wisst ihr was? Ulti-Seele von Demona. Mal sehen, ob sie zum Zuge kommt. So, und? Funkerchaos. Und gleich wieder wechseln. Nee, war nicht nötig. Hat es geschafft. Erster Kampf. Gut gemacht. Level up für Frostina. Einfach armreif. Toll. Veteran nähert sich dir. Gut, nehmen wir mit. Das muss Schicksal sein. Na komm, versuch's mit mir. Anfreunden? Ja klar. Veteran. Veteran. Ich habe eine ganz beruhigende Stimme. So. Ja, 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 ist gut jetzt. Nehmen wir die Kiste hier mit. Und seht ihr auf der Karte, da unten im Wasser ist auch ein Yo-Kai. Muss ich jetzt echt so ein Seealgenvieh bekämpfen, um mich damit anfreunden? Ganz bestimmt. Okay, es ist nicht Plattler, es ist das andere. Walzer ist es also, okay. Mal sehen. Nudeln liebt es. Okay, versuchen wir ihm Nudeln zu geben. Haben wir denn irgendwas? Nudeln Deluxe, Leber mit Lauch. Ich habe nicht so viel. Nee, ich möchte das Zeug eigentlich gerne noch behalten. Ich gebe ihm wieder so einen Kaugummi, meinetwegen. Oder einen riesen Reiscracker, ja. Dann bekämpft bitte zuerst die anderen, ja? Das wäre mir lieber. Ich möchte den ich anheuern möchte, erst am Schluss besiegen. Ich hoffe, das bringt was. So, komm, ein bisschen schneller hier. Kommt schon.
So, und das war's. Walzer schließt sich uns an. Würdet ihr ihn bitte killen? Danke. So. Level 9 für Dämonen. Wir kriegen ein bisschen Geld und... Na also, perfekt. Walzer nähert sich dir. Gefällt dir mein Walzer? Dann lass uns doch zusammen walzen. Nee, will ich nicht. Walzer! Das Tanztrio! 10 von 10 Punkten! Stylish! Mein Freund, du bist alleine, ja. Aber das hat jetzt gut gepasst. Hat sehr gut gepasst. Denn Walzer dürfte die Lösung sein für dieses Schild dort. Ich musste mich jetzt echt mit dem anfreunden, damit das Spiel weitergeht. Scheint fast so. Okay, das Vieh heißt... Wal... Ah, shit. Ich dachte, jetzt oben steht der Name. Ich habe jetzt die Buchstaben gar nicht gesehen. Walzer. Auswählen. Richtig. Perfekt. Und zum Glück haben wir so einen Freund, den können wir gleich hier abgeben. Walzer rufen, ja. Komm raus, mein Yokai. Vorwärts, Walzer. Yokai-Medaille aktiviert. Oder aktivisiert, meinetwegen. Walzer zum Hotspot gerufen. Gut. Wieg dich mit mir im Takt. Tanz den Walzer meiner Heimat. Lässt jetzt nicht das Wasser ab. Alles klar, haben wir den Walzerbeat raus. Tatsache, das Wasser ist jetzt weg. Ich muss ihn nochmal an... Jetzt bin ich runtergefallen. Ich muss ihn nochmal ansprechen, deswegen. Ich möchte jetzt hier natürlich nichts verpassen, wenn möglich. Nehmen wir die hier mit. Fluchthelferlein. Ja, warum nicht? Dann sieht es aus, als wäre hier nichts mehr. Ich hoffe, es gibt nur einen Wasserstand. Ansonsten wäre das ein bisschen zu kompliziert. Ah, komm halt her. Dämliches Vieh. Chacha und Blattla, oh mein Gott. Nehmen wir Chacha. Moment, Chacha. Sieht ebenfalls Nudeln. Gib ihm Kaugummi. So, komm, macht sie etwas platt. Muss ich jetzt echt noch eine Ultiseel einsetzen? Ja, komm, mach ich. Ultiseel von Frostina. Vielleicht sehen wir sie ja. Vielleicht kommt sie zum Zuge. Jawohl! Los, Frostina! Eisige Dusche! Und gleich wieder wechseln. Nicht, dass hier was passiert. Gut, das war's. Und auch Frostina hat ihr ersten Ultiseel-Angriff gemeistert. Heil mich, Engelchen, habe ich gefunden. Gut. Und niemand schließt sich uns an. Sehr schade. Gehen wir hier runter. Ich glaube, das ist der richtige Weg. Und dann... Shit. Nicht der richtige Weg. Hm? Das habe ich nicht übersehen. Moment, kannst du nochmal? Wenn er jetzt nochmal tanzt, dann ist alles voll Wasser. Das ist nicht cool. Also gibt es scheinbar nur zwei Wasser... Der Idiot ist runtergefallen, habt ihr gesehen. Shit, jetzt müsste ich halt da drüben stehen, ne? Lass mich mal kurz nachdenken. Lass mich in Ruhe. Du sollst mich... Gehst du weg! So, erstmal heilen. Ah, ich sehe es doch. Ich kann jetzt hier entlang gehen. Da ist ein Haar auf meinem Touchpad. Geh weg! Moment. So, es wollte nicht weggehen. Okay. Komm halt her, du hässliches Vieh, du. Nochmal ein Toucher. Ja, komm. Ich werde jetzt auch nicht mehr versuchen, hier irgendjemanden zu rekrutieren, sage ich mal. Sollen einfach alle draufgehen jetzt. Die nerven. Dornige Toucher! Und das war's. Sehr gut. Gibt immerhin Erfahrungspunkte. Und eine kleine Chance ist ja da, dass sich jemand anschließen möchte.
Eine kleine, habe ich gesagt, ja. Hier ist wieder irgendwo was. Stimmt, da oben. Hier irgendwo. Am Stein, ja. Nochmal. Oh, nochmal ein Schild. Scheiße. Brauche ich jetzt noch einen zweiten Walzer? Das könnte sein. Rateschild gefunden. Lass mich raten, das ist jetzt der andere. Das ist jetzt der andere Typ. Sieht Walzer als Rivalen, ja. Hab den Namen vergessen. Aber ich muss mir jetzt eh scheinbar, ja, so einen Freund machen. Kämpfen wir diesen Seeigel hier auch noch? Warum nicht? Seeigel, ja, dann halt. Auch die machen ja Platz. Aber okay, wir müssen uns scheinbar alle diese drei Seegrastypen da holen. Chibanyan ist beseelt, ist nicht gut. Also gleich mal reinigen. Ist doch nötig. Komm, schnell. Sehr gut. Gereinigt. Und Frostina wieder zurückziehen. Nicht, dass sie irgendwie einen starken Angriff abbekommt. Muss ich jetzt echt alle diese Kackviecher hier zu meinen Freunden machen? Wenn es wirklich zu lange dauert, mache ich das halt offscreen. Ernsthaft. Ansonsten bringt das ja nichts. Kiste. Wie er rennt. Große Kugel. Schön. Plattla hieß er doch, oder? Was ist das da rechts? Wim Wendig. Meeresfrüchte. Hab ich Meeresfrüchte? Zählt das? Gurkenrolle? Nö. Ich gebe mal frischer Seeigel. Was? Nee, ein Gegner geben. Hier, nimm. Okay, deliziös. Das Vieh sieht so scheiße aus, das möchte ich eigentlich haben. Würdet ihr bitte diese Viecher besiegen? Danke. Ich habe noch kurz die Ultisil vor, ist aber nicht mehr nötig. Wehe, du schließt dich mir nicht an, du Kackvieh. Ja, viele Levelaufstiege. Das gefällt mir. Und ganz viel Zeug. Oh, du hässliches Stück Scheiße. Ja gut, da muss ich jetzt wohl oder übel, wie gesagt, solche Viecher suchen oder farmen. Gehen wir kurz zu unserem Freund hier, Aokai. Und dann haben wir gesehen, hinter uns sind irgendwelche Yokais gespawnt. Die richtigen, perfekt. Alles klar. Okay, Plattla soll es sein. Plattla, hier, nimm Kaugummi. Ich hoffe, es ist Plattla. Ich hoffe halt echt, dieses Plattler, ansonsten ist nicht so gut. Los, macht sie alle. Macht sie alle! Dornige Tatzen! Und reicht. Okay, das Rätsel können wir mittlerweile lösen. Auf dem Schild, aber wir müssen immer noch so einen Muntermantel. Was ist das denn? Oh, niemand schließt sich uns an. Okay, Moment. So, hier. Okay, der heißt Platt. Mit zwei T, ne? Plattla. Stimmt das? Richtig. Aber von dem haben wir natürlich noch keinen. Das ist jetzt echt ein bisschen doof, dass ich mich mit denen anfreunden muss. Ich könnte jetzt da hinten runterfallen, theoretisch. Ob ich dann wieder zurückkomme, das weiß ich jetzt halt nicht. Das ist noch so ein scheiß Aal. Leute, wisst ihr was? Ich werde versuchen, offscreen mich mit dem anzufreunden, okay? Ich hoffe, das ist ein Deal. Ultiseel. Und Dämona. Ja, ich glaube, je öfter ich das einsetze, desto stärker werden diese Angriffe. Deswegen muss ich mit allen ein bisschen kämpfen, ansonsten bringt das nichts. Bunkerchaos. Gut gemacht. Lass mich raten, von denen schließe ich mir jetzt eine an. Ja, tatsächlich. Albernd. Versteht ihr? Albernd. Ne? Dein Gesicht ist urkomisch. Ich möchte es mir jeden Tag ansehen. An Freunden, ja klar. Albernd. Witzig, ne? Es geht. Es geht. Ne, ich möchte diesen Hotspot gerne besetzen, eigentlich.
bevor ich hier weitergehe. Wobei, es muss ja einen Weg geben, dass ich wieder zurückkomme, theoretisch. Theoretisch. Ist da oben was erschienen? Stimmt, der Wettertyp, ne? Was bist du? Ah, du bist so eine langhalsige Lady. Drei Stück. Na gut. Machen wir. Sieht so scheiße aus. Was soll denn das? So, Chibanian wurde beseelt. Das ist nicht so gut. Schlafschwanen. Okay, Chibanian, komm her. Wischen. Wischen, komm schon, schneller wischen. Und gereinigt. Dann Frostina. Zeig auch noch mal kurz, dass du kannst. Und? Greif an! Komm schon! Sieht echt fantastisch aus, muss ich sagen. Oh shit. Ausweichkünstler. Mach doch jetzt irgendwer mal ein Typenblatt. Danke, und dann den in der Mitte, der hält eh nicht mehr viel aus. So, und dann kümmert euch noch um den Haufen Scheiße hier. Das Vieh schläft sogar, was soll denn das? So. Wirtschaft gewonnen! Und wieder was zu essen gefunden. Und niemand schließt sich uns an. Gut. Wisst ihr was? Noch einen Versuch machen wir, um uns mit irgendeinem komischen Pflanzervieh da anzufreunden. Wir versuchen es einfach, okay? Ansonsten, wie gesagt, offscreen. Zweimal ein Plattler. Hier, nimm so einen Rockenreißbar meinetwegen. So, dann machen wir sie einfach mal platt. Und zack. Los, Chibanian! Hau rein! Mach sie jetzt alle! Ja, Chibanian kann seinen Satz nicht zu Ende sagen, weil ich hier den Kampf ein bisschen vorspule. So, komm schon. Jetzt hätte ich ein super Ende für den Part. Jawoll! Plattler nähert sich dir. Lass uns Freunde sein, du kennst bestimmt ein paar gute Schritte. Anfreunden? Ja, klar. Plattler! Das Tanztrio! 10 von 10 Punkten! Stylisch! Na, ganz so stylisch ist es nicht, mein Freund, aber... Ja, wir brauchen bestimmt auch noch diese Cha-Cha, oder wie die hieß. Werden wir uns natürlich auch noch holen. Ja, ist gut jetzt. Okay, mein Freund. Du sollst dich bitte hier hinstellen. Hallo? Da hinstellen. Ja. Komm raus, mein Yokai, vorwärts. Plattler! Yokai-Medaille aktimalisiert! Da hinten links könnte ich runterspringen. Ganz bestimmt. Aber ich muss jetzt wissen, ob der... Macht mir doch 1-2, 1-2. Nee, ich muss jetzt wissen, ob der das Wasser auch heben oder senken kann. Kann er. Aha. Aha. Deswegen geht es jetzt hier weiter. Aber ich möchte mich zuerst doch noch wirklich da runterfallen lassen, um zu sehen, was da ist. Ich muss es wissen. Ich muss ja theoretisch wieder zurückkommen. Alles andere wäre Schwachsinn. Ne? Ja, noch eine Kiste. Was? Gelbschwanzmakrele vermutlich dreimal. Ach so, bereits geschnitten und so. Bereits zum Verzehr. Hier durch. Ah, du Kackigel. Leck mich. Ich kämpfe lieber nochmal gegen diese... Seegrasviecher. Kein Cha-Cha. Scheiße. Okay. Hier, Rebellzebub, du musst auch mal wieder was tun. Du könntest eigentlich der Stärkste von unserer Truppe sein, kann das sein? Rein vom Angriff her. Niederstarren. Faustina ist auch bereits wieder bereit für die Ulti-Seele. Machen wir doch. Und? Tu es! Siege Dusche. So, ich wollte schon sagen. Ja, leider kein Cha-Cha dabei. Kann man nichts machen. Heißt, im nächsten Part gehen wir so oder so weiter.
nicht mich angreifen, du Kackigel. Nee, du hast dich zurückgezogen. Gut, Leute, im nächsten Part werden wir das Wasser wieder steigen lassen und dann unseren Weg nach links fortsetzen. Aber wie gesagt, erst beim nächsten Mal, denn das war's bereits für heute mit Yo-Kai Watch 2. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss!